Hey, ihr Leseverrückten, ich entführe euch heute in das Jahr roundabout 2500. Es handelt sich um ein Dystopie-Jugendroman. Die Stadt der verschwundenen Kinder von Carrick O'Brien im Heine Verlag erschienen. Es geht um die 16-jährige Gaia. Sie lebt vor den Toren einer Enklave. In der Enklave leben die Leute in Saus und Braus und haben alles, was sie brauchen. Vor den Toren der Enklave leben die Menschen an der Armutsgrenze. Sie sind aufgeteilt in Sektoren. Gaia lebt im dritten Sektor, im dritten nördlichen, glaube ich. Ihre Mutter ist Hebamme, ihr Vater ist Schneider und Gaia ist die Assistentin ihrer Mutter. Sie assistiert ihr bei Geburten und das hört sich erstmal alles ganz, ganz toll an und sie leben halt vor sich hin, weil sie es nicht anders kennen. Allerdings hat der Beruf einen kleinen Haken. Die ersten drei Neugeborenen jedes Monats müssen der Enklave ausgeliefert werden. Sie werden ihren Müttern direkt nach der Geburt entrissen und müssen zum Tor der Enklave gebracht werden, maximal 45 Minuten nach der Geburt. Gaia kommt gerade von ihrer ersten allein durchgeführten Entbindung nach Hause und wird auf dem Weg von der älteren Assistentin der Mutter abgefangen. Sie steckt ihr etwas zu und verschwindet dann. Und ja, Gaia kommt nach Hause. Sie ist alleine. Ihre Eltern wurden festgenommen, wurden zur Enklave gebracht, sitzen dort im Gefängnis. Und ein Captain der Enklave fragt sie, ob sie irgendwas weiß über eine Liste, über eine Geburtsliste, die die Mutter geführt hat, weil ja, in der Enklave gibt es Probleme und deswegen wollen die ja, Obrigkeiten eben rausfinden, ob die Mutter irgendwie eine Liste hat, wo man rausfinden kann, wer aus der Enklave aus welchem Sektor kommt. Gaia weiß natürlich nichts, sie verheimlicht dem Captain, dass sie dieses Päckchen von der Assistentin bekommen hat. Das hat sie sich ums Bein gebunden. Der Captain kontrolliert aber nur ihre Tasche und findet das somit nicht. Ja, Gaia lebt dann erstmal für sich alleine hin, weil die Eltern ja nur befragt werden sollen und sie kommen bestimmt bald wieder und es ist alles ganz überhaupt nicht so schlimm. Sie bringt die Kinder nach wie vor zum Enklaventor und macht sich keine weiteren Gedanken darüber. Dann irgendwann gibt es einen Punkt, wo sie sagt, es geht so nicht weiter. Ihre Eltern kommen und kommen nicht wieder. Und dann trifft sie einen Freund ihres Vaters und der sorgt dafür, dass sie praktisch heimlich in einer Nacht- und Nebelaktion in die Enklave dringen kann. Dort wird sie geschnappt. Und ja, da möchte ich mit der Inhaltsangabe auch so gut es geht aufhören. Dieses Buch hat, ja, also vom Inhalt her ist es wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe immer bei den Dystopie-Romanen immer so, meine Gedanken schweifen dann immer ab. Und ich frage mich immer, okay, wie würdest du dich verhalten, wenn du plötzlich deine Eltern weg sind und du ganz alleine dastehst und eigentlich vom System her gezwungen wirst, das zu tun, was sie sagen und ohne nachzudenken. Du dienst der Enklave, dafür wirst du belohnt. Sie kriegt dann, Gaia kriegt dann, weil sie eben dann die alleinige Hebamme ist, kriegt dann immer wieder Karten fürs Kino und da werden Filme gezeigt, wie es in der Enklave ist, ist alles ganz toll und prunkvoll und die Leute fühlen sich da wohl und leben eben in Saus und Braus. Und als Gaia in die Enklave eindringt, stellt sie eben fest, dass sie nicht in Saus und Braus leben, dass es da genauso Probleme gibt. Sie wohnt das kann ich euch noch erzählen, weil das fand ich ganz, ganz schlimm in dem Buch und das passiert auch ziemlich zum Anfang. Sie bewegt sich dort versteckt, sie hat einen roten Mantel an, weil die Leute da in der Enklave
rot tragen und damit fällt sie nicht so auf. Allerdings hat Gaia Verbrennungen im Gesicht, weil sie früher, weil sie überschüttet wurde von einem Fass mit Bienenwachs und hat eben die Verbrennung. Also sie wird definitiv erkannt und es gibt halt in dieser Enklave gibt es in Anführungsstrichen keine Missgeburten. Also man merkt dann irgendwann, okay, sie kommt von außerhalb. Und sie wohnt durch Zufall einer Hinrichtung bei eines Ehepaars und die Frau ist hochschwanger und die beiden werden umgebracht. Da beginnt sie eigentlich an diesem ganzen System zu zweifeln und zu forschen. Allerdings wird dann, gibt sie sich als Teil der Familie aus, der Frau. Sie kann der Leiche folgen, wird allein gelassen und rettet somit das Kind. Sie führt einen Kaiserschnitt durch, ihr erster Kaiserschnitt, und sie kann das Kind retten und dabei wird sie dann halt erwischt und sie soll eben ihre Mutter, dieses Band, was sie am Anfang gekriegt hat, dieses Paket ist ein Band, wo halt eben Hieroglyphen draufstehen und das soll sie für die Enklave entschlüsseln, damit die Enklave eben aus ihren Problemen rauskommt. Also da gibt es praktisch, die Kinder sind Bluter, weil sich eben die Blutgruppen vermischen und weil die Enklave kontrolliert halt, wer mit wem verheiratet wird und die von außen müssen die von innen heiraten, damit es eben nicht zu Inzest kommt oder wie auch immer. Und jetzt muss halt rausgefunden werden, wer ist eigentlich mit wem verwandt, wo kommen die Kinder her, aus welchem Sektor und so weiter. Und Gaia beginnt dann eben zu ermitteln und wird halt immer wieder enttäuscht. Der Captain spielt natürlich auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Und ja, also dieses Buch hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es wurde mir von Amazon vorgeschlagen. Die Geschichte oder die Inhaltsangabe hinten fand ich erst nicht so. Und dann dachte ich, okay, es wurde mir eben mehrmals vorgeschlagen, weil ich halt andere Dystopien bestellt hat, dann dachte ich, okay, bestell dir es und lies es und es hat mich wirklich zu 100% überzeugt. Allerdings möchte ich dazu sagen, ich finde nicht, es ist ein Jugendbuch, ich finde, man sollte hier wirklich ab 16 aufwärts, also das Buch ist auf jeden Fall auch gemacht für Erwachsene, ich finde, es ist sogar eher für Erwachsene als für Kinder oder für Jugendliche, weil ja, also ich finde, hat beim Lesen immer das Gefühl, okay, Jugendliche, weiß ich nicht, von 12, ab 12 oder so, sollten das nicht lesen. Man sollte wirklich 16 sein, um das Buch zu lesen. Man hat dann hier vorne noch die Karte. Also hier innerhalb der dunklen Linie ist praktisch die Enklave und hier unten lebt Gaia. Und da kann man halt immer mal vorblättern, okay, wo befindet sich jetzt Gaia gerade in der Enklave? Das Buch hat 462 spannungsgeladene Seiten. Also das ist wirklich, wer sich in diese Geschichte reinfindet, sollte sich für dieses Buch auf jeden Fall Zeit nehmen, weil man kann es kaum aus der Hand legen. Also ich habe die 150 Seiten an abends gelesen, die ersten 150 Seiten, und habe dann den nächsten Abend wieder angefangen und habe wirklich bis nachts 12:45 gelesen und wusste gar nicht, wo die Zeit plötzlich hin war. Weil das Buch wirklich vom Anfang bis zum Ende wirklich so spannend war und auch der Schreibstil, weil es eben ein Jugendbuch sein soll, wirklich sehr einfach gehalten ist und was im menschlichen Körper passiert mit dem Blutern und DNA und so, das wird halt sehr kindlich dargestellt und das finde ich an diesem Buch wirklich ganz, ganz toll. Das Einzige, was ich an diesem Buch bemängeln möchte, ist das Cover. Ich finde, das hat mit dem Buch an sich nichts zu tun. Ich verstehe nicht, was die beiden Gesichter oder das Gesicht mir sagen soll, genauso wie der Titel. Den finde ich irgendwie unpassend, weil die Kinder sind ja nicht verschwunden. Die Kinder werden den Leuten abgenommen und sind in der Enklave. Sie sind ja de facto noch da. Also Börsmarkt ist der englische Titel, den hätte man vielleicht sogar lassen sollen, aber nichtsdestotrotz ist das ein absolutes, wenn man Dystopien mag und wenn man die Lebensweise lesen möchte, kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
Ich denke, es ist ein gutes Buch für zum Beispiel Exe oder auch Ela. Ich denke, für dich könnte das auch was sein. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen. Ciao!